mal zusammen. Es ist der 6. Juli 2019. Ja, wie ihr gerade hört, wir befinden uns in Düsseldorf. Und Joschi erzählt euch mal, wo wir heute sind und was wir heute vorhaben. Ja, wir sind am Start vom Megamarsch Düsseldorf. 50 Kilometer in 12 Stunden. Und gerade wird die erste Startgruppe ausgerufen. Wir sind Startgruppe 2 und haben noch ein bisschen Zeit. Und dann geht's gleich los. Ja, dann werden wir euch gleich zeigen, wie so ein Start abläuft. Dann viel Spaß! Mittlerweile haben wir jetzt nahezu 5 Kilometer hinter uns, haben den Rhein jetzt auch verlassen. Hinten ist der Rhein, aber eine schöne Strecke, die wir entlang gelaufen sind. Jetzt unter der Autobahnbrücke durch und Füße sind gut, alles ist prima, noch überhaupt gar kein Problem. Wetter ist super, vielleicht wird es zu heiß, aber schauen wir mal. So, wir sind jetzt kurz vor dem Verpflegungspunkt 1, also bei knapp 10 Kilometer. Vorne taucht er auf. Ja, ist jetzt alles ohne Probleme, 10 Kilometer gegangen. Juli, sag mal was dazu. Ja, wir haben uns überlegt, wir haben keine Getränke, noch keinen Hunger und wir laufen einfach vorbei. Genau, wir gucken uns jetzt mal eins das hier an, winken den Leuten zu, wenn sie schön was essen und trinken, aber macht eigentlich noch gar keinen Sinn. Wir sind ja gerade erst gut dabei, von daher. Ich glaube, es geht einfach da durch. Wir werden sehen. Bis später. Jetzt aber super hier, auch vor allem weil es doch heute relativ warm geworden ist oder es wird wahrscheinlich auch richtig warm. Lustig ist ja, dass der Flughafen irgendwie in der Nähe ist. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Pausenlos gehen hier Flugzeuge drüber, teilweise in Höhen, wo man echt denkt, wow, das ist gar nicht so weit von uns entfernt. Ja, aber vom eigentlichen Lauf her alles wie gesagt problemlos. Was hast du dazu? Ja, also richtig gut. Jetzt kommt ein Stück weit. Das finde ich sehr angenehm. Vorher ein bisschen Schatten, ist ja doch recht warm heute. Aber läuft gut. Ja, dann werden wir mal gucken. Ich denke mal, bei der nächsten Verpflegungsstation werden wir es weiter verhindern. Bis dann.
4 Minuten nach 12. Und so langsam aber sicher steuern wir den Verpflegungspunkt 2 an. Und ja, sind jetzt ca. 20 Kilometer unterwegs. Ja, das Ganze in erstaunlichen 3 Stunden 30. Sehr schnell, gar nicht so gewollt, aber ja, zu ergeben. Ich schaue das Spielchen jetzt hier mal an. Und ja, werden mal gucken, was wir jetzt hier zu essen finden und zu trinken. Und dann werden wir uns auch nicht zu lange hier aufhalten und dann geht es dann weiter. Ja, bis jetzt war alles super. Mal schauen, wie es weitergeht. So, wir sind bei Kilometer 26,5. Ja, ziemlich edle Gegend hier, eben so ein Gehöft und ein Golfplatz. Ansonsten viel Grün. Eben geht es so einen kleinen Hügel hinauf. Eigentlich ganz angenehm. Was machen die Füße? Was macht der Schnitt? Das ist wirklich cool. Ich bin wieder gut getrennt. Und ich freue mich auf die zweite Hälfte. Ja, ich mich auch. Und ja, der Verpflegungsstand war auch super. Wir konnten auf die Toilette gehen, es gab was zu essen, zu trinken. Ah, guck mal, jetzt kommt hier die 25. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend jetzt, wobei es meine Sache ist, nicht stimmt. Aber naja, wir nehmen es mal einfach so mit. Filmen die 25 und gehen weiter. Ja, wir stehen jetzt bei knapp 30 Kilometern. Kleinen Umweg genommen irgendwo, da war eine blöde Beschilderung. Nicht so schlimm, die Leute haben leider noch ein paar mit uns geteilt, aber wir haben relativ schnell wieder auf den Weg gefunden. Ja, wir laufen jetzt wieder den Verpflegungspunkt an. Ich habe leichtes Problem mit der Pilleszene, aber nichts Wildes. Ich glaube, Pauline ist an einer ganz kleinen Schwächephase auch wieder topfit jetzt. Perfekt. Wir werden jetzt nur unsere Getränke auffüllen. Eine ganz Kleinigkeit essen, aber dann relativ schnell wieder weiter. Ja, wir haben ja schon diese 20 Kilometer. Und ja, aber wir sind guten Mutes und ich glaube, wir packen das, wir finishen das. Ich will schwer hoffen. Vorne wieder den Verpflegungspunkt. Kommt jetzt der nächste Anstieg. Ja, man hat so ungefähr 4 Anstiege. Die sind zwar nicht irgendwie schwierig oder so, aber ja, mit 30 Kilometern in den Füßen tun die dann doch weh, muss man ganz klipp und klar sagen. Ich glaube, man kann gar nicht sehen, dass es doch recht steil ist. Weiter. So, wir sind kurz vor 40 Kilometer, damit für uns jetzt wirklich Rekord. Bisher war ja 38,7. Ja, wir sind beide immer noch guter Dinge und ja, die letzten Hügel haben wir jetzt hinter uns endlich. Das heißt, wir gehen jetzt straight on zum Verpflegungspunkt 4, zum letzten Verpflegungspunkt. Und ja, dann ist es vielleicht am Ende auch so ein bisschen kämpfen, aber das ist eben auch so der Megamarsch halt. Ne? Aber es macht immer noch total Spaß. Zwischendurch mal ein paar nette Leute getroffen, sich mit denen unterhalten. Ja, der Schnitt ist bei 12 und ein bisschen. Aber ich denke mal, das ist aller Ehren wert. Inklusive Pause. Ja, dann wollen wir mal gucken, was die letzten 10 Kilometer noch schaffen. Bis gleich.
So, es geht langsam dem Endspurt entgegen. Wir sind bei Kilometer 45 gerade vorbei. Und ja, ich würde sagen, nach zwischenzeitlichen Tiefs, die wir hatten, sind wir jetzt wieder richtig voll im Saft. Und man merkt richtig, dass wir gut trainiert waren. Und ja, jetzt noch was dazu. Ja, also wir waren uns ja nicht sicher, was nach Kilometer 40 passiert. Und wir müssen sagen, dass wir uns beide fitter fühlen. Das könnte daran liegen, dass die Sonne nicht mehr so knallt oder dass man nochmal die letzte Luft kriegt, wenn es gegen Ende geht. Aber jetzt gerade läuft es echt richtig gut. Ja, nachdem wir zwischenzeitlich mehr in den 13er-Schnitt verfallen sind, aber auch durch Berge und dann halt die Probleme mit Achillessehne, Kopfschmerzen, irgendwie sowas, ist es jetzt so, dass wir auf dem letzten Kilometer wieder einen 10er-Schnitt, also 10,20, 10,30 im Moment wirklich laufen können und ja, damit halt wirklich richtig gut unterwegs sind. Und ja, ich denke, wir werden jetzt wirklich die letzten Kilometer durchstarten. Wir werden wirklich hier mit einem sehr, sehr ordentlichen Pace und dann nach 10 Stunden plus X im Ziel ankommen. Und das ist mehr, als wir uns erträumt hatten. Und vor allem wirklich mit dem Gefühl, ja, dann können wir so noch ein bisschen weiterlaufen. Ja, also wir melden uns gleich auf jeden Fall vom Zieleinlauf nochmal und bis später. Schild, also ich sehe mal Schild, noch 100 Meter und ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur noch die Straße überqueren. So machen wir jetzt einfach mal. Dann müsste es jetzt hier reingehen. Und tendenziell tippe ich mal, ist dann hier jetzt gleich das Zielbanner und dann haben wir es geschafft. Ich nehme da so ein Taxi her. Ja, die letzten 100 Meter sind angesagt und ja, Zeit für ein kleines Fazit. Ich würde sagen, das war echt ein Megalauf, also ein Megamarsch mit allen Höhen und Tiefen. Jetzt am Ende war es wirklich sehr, sehr leicht und sehr, sehr einfach und ja, hat dann gut getan am Ende, weil zwischendurch war es echt anstrengend, gerade über diese Hügel. Und ja, jetzt sind wir einfach nur stolz, jetzt gleich hier durch das Ziel laufen zu können. Colin, sag mal was dazu. Ja, ich finde, das haben wir super gemacht. Ich bin auch total stolz. Also live jetzt hier, beziehungsweise im Video jetzt mit euch mit durch das Ziel. Da vorne sehe ich es auch schon, Menschenmassen. Ja, sehr gefährlich jetzt hier mit den ganzen Autos. Vielleicht nicht ganz so clever, dass die ganzen Autos hier reinfahren. Andererseits, ja, sind halt offensichtlich einige Leute auch ziemlich fix und foxy. Und sind wir ja am gleich. So, da vorne ist das Ziel. Schatz, wir haben es geschafft. Geht nicht. Mit dem Handy ist klar. So, die letzten Meter. Noch durchs Ziel, genau. So.